Ladies and Gentlemen, willkommen zu einer weiteren Runde Feeds Wies Infinity Evolved. Mit dabei der Dödel. Herzlich willkommen, meine Freunde. So, bei mir zeige ich mal gerade ganz kurz. Ich hatte diese Tage Geburtstag. Bei mir war es gestern. Wir haben heute den 22.02.2016 und ich hatte am 21.02.2016 Geburtstag. Und weißt du, was da auch Geburtstag hatte? Wer denn? Was denn? The Legend of Zelda. Das ist gestern 30 Jahre alt geworden. Das ist nice. Mhm. Also, da muss ich auf jeden Fall auch mal wieder ein Spiel von spielen. Wann ist das lang hier? Ja, hast ja quasi ab nächsten Monat die Gelegenheit, denn nächsten Monat kommt ein wundervolles Spiel namens The Legend of Zelda Twilight Princess HD raus. Ein wundervolles Spiel, ein Remake von der Wii-Version, Wii bzw. GameCube, jetzt auf der Wii U. Und wieder 50 Euro in die gute alte Nintendo YouTube-Kasse. Aha. So. Du machst da drüben deine Forestry Farm weiter, ne? Ja, genau. Also kurz zur Erklärung. Ich fange jetzt mit einer Forestry Farm an. Dafür habe ich einen Fermionic Fabricator gebaut. Der ist dazu, dass man in unserem Fall Zinn Electrum Tube machen kann. Wenn man hier geht, kann man Teakwood, Fireproof, Largewood und verschiedene Rezepte davon machen. Auch von den Beispiel Diamond, Diamantine Electrum Tube. Wofür die sind, weiß ich jetzt nicht, aber wir brauchen jetzt die den Electrum Tubes. Und was geht so bei dir ab? Ich wollte jetzt nochmal ein bisschen Awakened Draconium machen und dann wollte ich mich mal an die beste Rüstung im gesamten motherfucking Spiel machen. Damit auch so gewisse Bubis erst recht keine Chance mehr gegen mich haben. Ja, also ihr könnt ja bei mir. Ihr könnt ja bei mir sehen, ich habe jetzt mittlerweile auch Full Draconic und auch so die Waffen, Rüstung, Werkzeuge. Die Folge müsste, glaube ich, jetzt dann am Donnerstag rauskommen, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ja. Ihr benötigt hier Sand drinnen, damit ihr Liquid Glas bekommt. Ihr könnt natürlich auch Glas reinschmeißen. Das ist quasi dieses, wenn ihr jetzt hier schaut, diese weiße Umrandung, das ist das Glas. Boah, ich muss dich echt nochmal leiser machen, ne? Okay, Moment. Nee, lass, ich hab dich schon leiser gemacht. Ach, okay. Was fehlt denn jetzt? Intelligenz. Ja, das auch. Tim, natürlich. Wenn du mal bei mir das Ritual sehen möchtest, ich hab's. Aktivier es jetzt gleich, das, ne? Ja, Moment, ich komme gleich mal vorbei. So. Und was ich auch gemacht habe, ich habe jetzt das Dialing Device aktiviert. Das ist, ihr gebt, also hier Name Server Timers, hier auch. Weiß auf Public, damit wir es alle nutzen können. Dann wird hier angegeben Sora Timers, die Koordinate, wo es drauf steht, und dann Dosh und Klaus. Dann DI1. Erscheint hier so ein Lichtschwall und schon bin ich beim Dosh. Jo. Nach oben, danke. Du bist hier drüben. Dort. Dann F7 aus. So. So. Für alle, die das Ritual noch nie gesehen haben. Das hier sind Charged Draconium Blöcke, das sind Draconium Blöcke, die mit 100 Millionen RF aufgeladen sind, also verdammt viel. Und hier in der Mitte ist TNT. Und ich habe hier das Dragon Heart, was vom Enderdrachen gedroppt wird. So, das jagen wir jetzt einfach mal in die Luft. Genau. Und das Herz steigt in die Luft. Und in dem Moment fängt es an, alles was in der Umgebung ist, einzusaugen. So, und jetzt brauchen wir 16 Draconicores, die eingesaugt werden. Und die Draconium-Blöcke werden jetzt infusiert mit der Erwachenheit vom Herz oder so ähnlich. Ja, gut, könnte man so gut erklären. Das war der beste Spruch, den ich hier rausgehauen habe. Ja, so, und hier sieht man aber kennt Draconium-Blöcke. Jo, das sind die teuersten Barren im ganzen Spiel. Jo. Und kurz zur Erklärung, es gibt einen sehr starken Boss, den Chaos Dragon.
den Chaos Guardian. Genau, Chaos Guardian, der ist auch im End zu finden und ja, den braucht man, den muss man besiegen, damit man auch mit Draconio noch mehr machen kann. Oh, ich habe einen Block von dir aufgesammelt. Ja. So. Und ja. Aber dazu erstmal später mehr, da sind wir noch sehr weit entfernt von. Genau. Dann werde ich euch jetzt mal kurz zeigen, wie ich das aufgebaut habe. Ich habe nämlich eine. Also es gibt im Internet quasi so eine Seite, wo man sich eine Vorlage geben kann, wie die Farm so aufgebaut wird. Ich habe gemacht 5x4x4. Also da so ein Tunnel, der rüberführt. Das ist so die Form. Und zu dem hier komme ich gleich. Das Ganze ist so aufgebaut. Die Stone Bricks sind quasi die Farmfläche. Und darauf kommen dann die Farmblöcke drauf. Wobei ich aber, ich weiß nicht, ob das in dieser Version auch noch ist, aber es gab eine Version, wo man nur die Farmblöcke setzen musste und dann einfach nur Dirt drauf. So muss man halt Stonebricks, Farmblock, Dirt drauf. Und davon werden wir jetzt, ich schätze mal, laut der Seite so ein 200 sein, da ich aber mehr Stonebricks gebraucht habe, ich glaube, ja, um die anderthalb, zweieinhalb Stacks oder so, oder drei Stacks sogar. Werden wir jetzt da mal kurz das craften. Deswegen auch der Fermionic Fabricator. Und das tut mir natürlich jetzt wieder nicht stacken, aber gut. So. Ja, ich mache erstmal zwei Stacks und dann sehen wir ja, was noch fehlt. So, die kann man natürlich noch in verschiedenen Farben machen. Alter. Ja. Draconic Motherfucking Chestplate. Upgrade Wi-Fi Controller kennt und crafted Draconic Chestplate. Wow. Jetzt wird's richtig hart OP. Okay. Also für euch kurz als Info, die Wi-Fi-Rüstung ist zwar schon recht gut, aber wer jetzt, wenn ich jetzt mal kurz den Mod aufmache, Draconic Evolution, dann gibt es hier die Draconic Chestplate zum Beispiel, das ist die richtig gute Rüstung. Dafür braucht man auch die Wyvern, Draconic Energy Core, aber kennt Core. Und da fängt es dann richtig an, man braucht die ganzen Barren und also ein so ein Draconium Block ist schweineteuer. Und ja. Du gehst bei mir die FPS im Keller so runter. Ah. Liegt wahrscheinlich an deinem Niveau, das ist auch im Keller. Jetzt muss ich, glaube ich, wieder dieses eine kleine Video anfügen. Boah, ich weiß nicht, die Japanerin, die dabei, die sah irgendwie extrem ugly aus. Genau, also eigentlich wollte ich ja dieses normale benutzen, aber irgendwie hat es da nicht funktioniert, dann dachte ich mir, wieso das benutzen, wieso benutze ich nicht einfach dieses andere? Da wollte ich ran. Ach stimmt, bei mir merkt man es auch jetzt erst. Ich habe meine Playlist ein bisschen geupdatet. Mhm. Und zwar quasi die alte über den Haufen geworfen, weil die mir so tierisch auf den Sack ging. Und eine komplett neue angefangen. Ja, also bei mir, ich habe jetzt die nicht die komplette, also ich habe jetzt um die Lieder von Castbeats geholt. Und ja, also ich werde es zwar nicht auf Dauer benutzen, aber ja, also für die nächsten Folgen, glaube ich, wird es ausreichend sein. Oh, und ich habe hier auch endlich mal das Haus fertiggestellt. Wie man sieht, so ein kleines Dach drauf. So, Glasscherben, Fenster, Paperwalls drumherum und ja. Muss halt noch schauen, wie ich das dann genau aufbaue, das Ganze. Und ja, also, da wird mir schon was noch einfallen. So, auf jeden Fall haben wir jetzt zwei Stacks, die werden wir jetzt. Ja. Alter! Okay, das ist gerade am krepieren. Ach nix.
Nix, okay. Nix. Okay. also eigentlich sollte das. Da ist doch noch eins tiefer und dann ist die Fackel drauf, weil die Erde ist jetzt auf dieser Höhe. Da ich aber das, euch das Ganze jetzt on-cam zeigen möchte, ich glaube nicht, dass ich das jetzt in dieser Folge fertig kriege, aber ich schaue, dass ich es in 2 Folgen fertig kriege und dann zeige ich es euch on-cam und dann werde ich es einfach off-cam nochmal umbauen, dass das die Dirt-Fläche so mit dem ist. Und ja, was wir auf jeden Fall noch brauchen ist, das kann ich mir mal zeigen, eine Farm Gearbox, Farm Hedge, Wolf und Farm Control. Kurzfassung, das dient dazu, dass man die Items, sprich Holz, Setzlinge, Samen von Beispiel Oakwood oder Weizen, je nachdem was man halt anpflanzt, abgeerntet wird über Hives. Dann benötigt es noch. Okay, es werden noch 3-6. Benötigt mal eine Frage. Ja. Was machst du hier? Eine Forestry Farm. Also, du machst gerade alles aus einer Forestry Farm. Okay. Die Farmlücke müssen nur in die Mitte. Du hast ja jetzt hier Cobble, die Zornwex, ne? Ja. Das ist die Abgrenzung. Hier oben drauf kommt nur noch die Erde. Und die setzt automatisch. Die Farmblöcke sind komplett Schwachsinn. Ah, da war es schon in dieser Version. Oh Mann. Ja, dann mal kurz alles abreißen. Das ist auch der Vorteil an der Picke. Das zeige ich jetzt mal kurz, zeige ich auf Pad 7. Die haben hier so ein kleines Inventar, die Wiffern. Zum Beispiel Dickspeed Multiplier kann man einstellen. Dann Size 3x3. Deswegen wird es auch Wort abgebaut und das richtig gut ist, man bekommt es ins Inventar. Und wie ich gerade sehe, der Deutsch hat natürlich schon ein Drakonics Wort auch. Ja, na klar. Und Craft der Wiffern Flux Capacitor. Ja, da passen 80 Millionen Elf rein. Boah, ja, das ist auf jeden Fall nice. Also, soll ich mal was sagen? Ja. Mein Schwert hat 60 Attack Damage plus 20% Mob Health. Oha, also zum Vergleich, meins hat plus 36 Attack Damage und plus 10 Mob Health. Und da ist Knockback 2 drauf, Sharpness 4 und Fire Aspect 2. Also da merkt man richtig, wie OP das Drakonik ist. Zieh mal die Rüstung aus. Ja, Moment. Ja, so. Also ich will nicht sagen, dass das Schwert OP ist, aber du bist One-Hit. Oh ja. Das und das bei 60 vollen Herzen. Oh, Zoro Timer Set. Oh, mein Herz? Head, Kopf. Ach so, ah, so funktioniert das. Und das Geile ist, mit der Reconic Chestplate kann man fliegen. Oh, das ist richtig nice. Da muss ich dann auch mal schauen, dass ich ein bisschen jetzt aufhole. Alter. Ja. Ganz ehrlich, hör auf mit dem Aufholen, mach einfach dein Tempo. Ja. ja, was ich auch noch ansprechen wollte, mir ist nämlich auch aufgefallen, dass ich ein bisschen ein Problem habe. Ein großes Problem habe mit den Mods, mich da reinzufinden. Deswegen habe ich jetzt überlegt, dass ich eben jetzt Forestry mache, weil das ein Mod ist, wo ich mich. Ja, also ist zwar lange her, aber recht schnell einarbeiten kann und ja, die Zeit werde ich einfach nutzen, dass ich mich in die anderen Mods einlese. Ja, das kann ich euch eigentlich sagen. Für Applied Energistics habe ich vor, dass ich da grundlegende Dinge wie Erzverarbeitung nicht komplett verautomatisieren werde, eher für spezielle Erze, die man schon recht häufig für Rezepte braucht, zum Beispiel, wenn man jetzt, sagen wir mal, ein gutes Beispiel, nehmen wir Galactic Craft, also da braucht man jetzt zum Beispiel Heavy Duty Blades und wenn ich jetzt dafür die Rezepte Craft Draconic Pick. Nice. Ganz ehrlich, bei mir ist aus.
Wie was? Mich interessiert gerade. Vielleicht, ja. Vielleicht schaffe ich das. Okay. Also ich möchte das auf jeden Fall automatisieren. Und ja, also da muss ich mich wirklich noch einlesen. Also ich habe es zwar halbwegs hinbekommen mit der Hilfe von Dosh, dass ich das ME-System da aufgebaut gekriegt habe. So, halt so, dass ich die Items einlagern kann. Was jetzt aber noch wirklich fehlt, ist, es muss vernünftig aufgebaut sein. Die Verkabelung ist noch höflich ausgedrückt abnormal. Und ja, auf jeden Fall habe ich noch ein paar andere Mods im Kopf, an die ich mich ranarbeiten möchte. Und ja, also ich habe da einige Dinge noch im Kopf, die ich ändern möchte. Da dürft ihr gespannt sein. Mal eine Frage. Ja? Hast du noch Netherstars, die ich mir borgen kann? Netherstars? Moment, also ich glaube, dass ich noch 15 Stück hatte. Kann ich mir die borgen? Die besorge ich dir nach der Aufnahme wieder. Ja, Moment. Sind die im ME oder? Ja, einfach im ME. Ups, im ME. Ja, ich kann dich auch zugreifen, also Security Terminal. Oh, okay. Das müsste ich gleich noch umstellen. Ah, verdammt, Terminal ist das. Ich kann. Ach, verdammt! Gar nicht umstellen. Verdammt, Klaus hat noch meinen Ring of Experience. Ich habe nämlich eben herausgefunden, woher dieser super Bug kam. Danke. Gerne. Dass ich unendlich Level bekommen habe. Und zwar hat. Ach, hier komme ich nicht mehr raus. Hatte ich einen Ring of Experience im Dungeon gefunden. Und der hat halt den Bug, dass ich ab und zu mal unendlich Level bekomme. Ja, also, das kann man mal machen. Also, ich glaube, dass er jetzt mittlerweile schon bei über 2000 Level ist. Also, voilà. Das ist schon eine Menge. Da meldet sich gerade mein Saft, das ist nicht gut. Dein Saft? Ja, ich habe so Orangensaft gerade getrunken. Also. Also wir brauchen 3 Team Gears und 5 mit dem. 6. Okay, 6 Team Gears und ja, hier zum Beispiel braucht man Gold Electrum Tube. Ist ganz einfach aus Gold gemacht. So, dann kommt das erstmal. Okay, jetzt darf ich Shift drücken. Gut. Hab ich eigentlich noch Gold sparen, weil ich hatte. Ja, 23, das reicht gerade so. Ich habe ein bisschen was gearbeitet mit Gold. Alter, ja. Sag mir bitte ganz kurz leise. Bei mir kommt jetzt ein glorreicher Moment. Okay. Ich habe den Motherfucking Draconic Staff of Power. Der ist verdammt. Das ist, also damit kann man richtig alles machen. Also damit kannst du alles machen. Das ist alles. Definitiv, also alle Werkzeuge, Waffen, da ist alles enthalten. 80 Attack Damage! Motherfucking, ich bin eine Festung! Alter, also, puh. Also, wenn das jetzt nicht One-Hit bei einem Boss ist, dann weiß ich auch nicht weiter. Also, ganz ehrlich, Leute, wenn ich dafür nicht 10.000 Likes und was weiß ich noch alles, scheiß drauf, wie viel ich an Abonnenten und so weiter habe. Dafür will ich ein Like sehen. Also, definitiv, gib dafür mindestens 100. Likes drauf. So, wo bist du, Bobi? Ich bin noch im Keller. Was bin ich eigentlich gerade? Schau ihn dir an, Junge! Wow! Alter, sieht der OP aus. Wow! Okay. Wie viele. Schau mal auf deine Rüstung, wie viel Energie wird abgezogen pro Schlag? Ja, geht. Ja, also. Ich glaube, das sind. Also beim Helm sind es jetzt 3. Alter. Ey. Also du musst mal mit. Komm mit in die Mining World. Ja. Das musst du dir reinziehen. Also, puh, das. Wahnsinn. Ja, das. Ich so langsam auf einmal. So. Ja, und natürlich seht ihr jetzt auch mal die
Mining World. Ach, da ist er. So, jetzt haben wir die Klappe. Jetzt hört ihr das mal an. Mhm. Ohne Worte. Ich sitze gerade mit auf dem runter. Alter. What the fuck? Ey, das Teil ist so geil. Damit kann man... Oha. Hier ist Cobblestone. Danke. Alter. Yo. What the fuck? Wow. Alles klar, komm, sneak ich, schick dich nach Hause. Ey, what the actually fuck? Heilige Scheiße, das ist eine Arbeit. Wow. Ey, ganz ehrlich, Leute, wir sind noch am Ende der Folge angekommen. Ja. Ja, gut, die Jetplate brauche ich nicht mehr. Und in einer Folge wurde ich scheiße OP. Ja gut. Ich würde dann mal sagen, das war's für diese Folge. Ja. Wenn ich sie verinnere, also mir hat sie top gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da, auf jeden Fall. Definitiv. Wenn nicht, Anmerkung, Kritik, da würde ich auf jeden Fall Kritik hören. Ich habe keine Ahnung mehr, was ich noch besser machen soll. Schreibt es in die Kommentare. Ja, also ich werde auf jeden Fall das Video fix auf meiner Facebook-Seite posten. Wow. Alter. Gut, bis dann würde ich sagen. Tschüss. Ja, okay.